Mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com mit V und Doppel-L. Ich bin eben heute mit dem Laptop live. Und ich muss nur schauen, ob das funktioniert. Also sollten zwischendrin mal Fragen sein, könnt ihr gerne fragen. Ich kann jetzt die Fragen auch sehen. Das ist natürlich super. Ich muss jetzt nicht mehr um das Handy rumlaufen. Mal schauen, wie das funktioniert mit dem Laptop. Hier geht es jetzt weiter. Ich habe schon mal die Hose in einem Braunton gemalt. Und jetzt kommt als nächstes das Shirt dran. Das werden wir jetzt ein bisschen aufhellen, ein bisschen anderen Blauton verwenden, so einen pastelligeren. Und ja, Gesicht habe ich immer noch nicht fertig gemacht. Also das ist jetzt noch nicht so fertig. Aber ich möchte mich jetzt zuerst mal nochmal um die Farbigkeit kümmern, damit wir das dann auch einfach perfekt haben. Und um die Feinheiten am Gesicht kümmere ich mich dann später noch. Ich hoffe, der Ton funktioniert. Falls nicht, bitte sag mir Bescheid. So. Das ist jetzt ein anderer Blauton, wie der darunter liegt. Und dann sieht man schon, wie es funktioniert. Brauche ich etwas dunkler. Denn hier ist der Schatten. Zu dunkel sollten wir hier nicht werden, ansonsten haben wir hier zu wenig Kontrast. Ich muss dann schauen, ob das ausreicht oder ob wir es noch heller brauchen. Es könnte sein, dass es trotzdem noch zu dunkel ist. Das werden wir schon sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kommentare eventuell hier. Doch, da drüben müsste ich sie eventuell sehen. Also sollte nichts schief gehen. Falls jemand Fragen hat, gerne fragen. Ja, ich glaube, viel dunkler dürfen wir hier nicht werden.
Deshalb müssen wir hier noch ein paar Aufhellungen machen. Hier haben wir es ein bisschen heller wegen der Wölbung des Armes. Hier muss es ein kleines bisschen dunkler, damit es sich hier abhebt. Das liegt ja auch unter dem Arm. Deshalb muss es etwas dunkler. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Dunkelheit? Besser. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht über den Kabel stolpere. Das wäre nicht so toll. So, jetzt muss ich das noch ein bisschen abdunkeln. Das ist fast zu wenig, damit wir hier ein bisschen mehr Kontrast haben.
bisschen mehr Kontrast für die Falten. Muss ich schon noch ein bisschen was machen. Ich werde jetzt den Livestream beenden, werde hier noch ein bisschen weitermachen und wir sehen uns morgen. Tschüss!